Nach einer kleinen Pause mal wieder ein paar Ideen zu einem Predigtext zu Pfingsten. Ein paar Ideen hier aus dem Kletterpark K1. Mit den Konfirmanden sind wir hingegangen und das ist immer ja ein zweigeteiltes Programm. Einmal wird geklettert, da kann man sich selbst erproben, wie man in schwindelnder Höhe über die Baumwipfel quasi kraxelt. Und das andere Programm ist ein gruppendynamisches Programm, wo man gemeinsam Probleme löst. Und das Gemeinsame, darum geht es bei Pfingsten ebenso wie auch um das Individuelle. Nämlich das in die Gemeinschaft hineingehen mit dem Geist, den ich habe, in der Gemeinschaft mitwirken mit dem, was ich für richtig erkannt habe. Und das ist eine Sache, die heute vielleicht ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Wir plappern ja gerne Meinungen nach. Und oftmals ist es dann so, dass man dann vielleicht auch die Gruppe mal mit einer Sache allein lässt, die eigentlich meinen Geist, meine Einsicht erfordern würde, um Probleme zu lösen. Das Schlimme ist ja, festgefahrene Situationen kann man nur durch kreatives Denken, nur dadurch lösen, dass jeder seinen Geist, sein Charisma, seine Geistesgaben, eine Gabe Gottes übrigens, in die Gemeinschaft einbringt, um dann Neues zu machen. In einer Situation, wo nur Konformität gefordert ist, ist das nicht so. Und so sind die Jünger zusammen. Jesus ist tot, sie haben zwar die Auferstehung erlebt und trotzdem trauen sie sich nicht raus, weil das Narrativ der Mehrheit der Mächtigen ist, Jesus war ein Aufrührer, mit dem gibt man sich nicht ab und seine Lehren sind am Kreuz mit gestorben. Und so sind sie zunächst einmal ängstlich, weil sie sich dem nicht stellen können, was sie für gut erfahren haben, nicht einmal die Auferstehung, die sie zwar herausgerissen hat aus den Selbstverständlichkeiten, die ihnen aber keineswegs die Angst genommen hat, die Angst vor den Menschen, die Angst vor denen, die das Sagen haben. Und so sind sie dann zusammen und trauen sich nicht raus und das große Fest draußen tobt auf den Straßen und sie sind verschlossen in der Hütte. Und plötzlich geschieht etwas, was in der Bibel als Brausen und als Feuerflammen geschildert wird, etwas, was sie herausreißt. Das eigentliche Wunder ist kein Brausen, das eigentliche Wunder sind auch keine Feuerflammen, sondern das eigentliche Wunder ist, dass sie plötzlich sich trauen, das frei herauszusagen, was sie erfahren haben, zum Wohle und zum Heile aller. Dass sie ihr Charisma, ihre Erfahrung mit Gott frei heraussagen und sie nicht für sich halten. Sonst wäre diese Kirche, wäre das Christentum niemals entstanden. Und so ist der erste Schritt, den die Jünger tun, ein Schritt heraus aus einem falschen Konformismus. Der Mut, etwas zu sagen. Und diesen Mut brauchen wir auch. Das muss ja nicht richtig sein, was wir denken. Aber wir müssen es in den Chor der Stimmen hineingeben, um gemeinsam neue Wege zu finden. Die Jünger haben das getan. Die haben auch nicht nur Applaus gehabt. Die einen haben gesagt, die sind ja besoffen, was soll das hier? Andere haben aber gesagt, Menschenskinder, ich verstehe die ja, obwohl die ja eine ganz andere Sprache reden. Aber ich sehe ihre Begeisterung, ich kann mich mitnehmen lassen, ich gehe damit. Und ohne das wäre nichts geschehen. Und so auch heute. Wo Konformität eingefordert wird, brauchen wir den Geist der Wahrhaftigkeit, brauchen wir den Geist dessen, was wir denken. Und auch wenn es falsch ist, im Gespräch miteinander zu bleiben, das Meine dazuzugeben, das ist in einer lebendigen Daseinskultur, die immer auch eine Diskussionskultur sein muss, so wichtig. Und so schenke ich euch heute österliche Grüße darin, dass ich meine Konfirmanden sehe, wie sie gemeinsam Probleme lösen und jeder einmal Verantwortung übernimmt, der etwas gesehen hat. Und dann probieren die das miteinander aus. Manchmal ist es falsch, manchmal ist es richtig, aber es kommt etwas darüber hinaus. Wenn man den allen das Maul verbinden würde, was ja möglich wäre in so einem Erfahrungsspiel, und ihnen quasi verbieten würde, miteinander in Kontakt zu treten, würden sie nichts schaffen. So aber gibt jeder sein Charisma dazu und es entsteht etwas Neues. Und das ist doch ein schönes Beispiel dafür, wie es auch im Großen gehen kann. Und ich wünsche uns allen den pfingstlichen Mut dazu, darauf zu hören, dass wir alle Gottes Kinder sind und dass der Geist, den er in uns hineingeht, Raum braucht, ausgesprochen zu werden im Sinne des Friedens, im Sinne der Liebe, im Sinne der Hoffnung. Macht's gut und frohe Pfingsten!